720p drin sein. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Twitch diese Unterbrechung dann. Quatsch. Jo, eigentlich müsste jetzt 720, genau. Warte mal. Ja. Okay. So. Ich hoffe mal, sind noch alle da. So, bitte. Ich hoffe mal, du hast mitgekriegt. Ich habe mal kurz den Stream unterbrochen und hier auf 720p runtergestellt. Wir sind ja gerade fast noch am Anfang, also da geht's eigentlich noch. Ja, das ist bescheuert bei Twitch, dass man das diese Roulette spielen mit dem runterstellen, das ist wirklich wirklich ekelhaft. So. Gut. Dann können wir mal weitermachen. Lopede, wenn du noch, ich hoffe mal, du bist noch da. Hoffentlich kannst du ja mal muss ich mal aktualisieren eventuell. Notfalls. Ich hoffe. So. Wenn du das mal um. Jetzt geht's. Alles klar. Wunderbar. Ja, wie gesagt. Tut mir leid, ich habe daran heute vorhin wirklich nicht gedacht. Also ich hatte es noch im Kopf vorhin, aber als ich hier meine grafischen Arbeiten begonnen habe, da war mir das dann irgendwo entfallen. Das war dann auch schon recht spät, recht kurz vorm Stream und da habe ich da wirklich niemand dran gedacht, dass ich das noch runterstellen wollte. Wenn man will immer in bestmöglicher Qualität streamen, aber an solchen Stellen eckt man dann irgendwo an bei Twitch. Das ist wirklich eine traurige Realität. Das ist scheiße, ist das. So. Okay, wir sollen also jetzt anscheinend warten. Mal, wir gehen mal gucken, wie weit die Kollegen dort unten sind. Gelber Silberling. Aber wenn dann bloß die Hälfte der Leute halt was mitkriegt, weil eben das stockt durch die 1080, das ist auch doof. So. Ja, jetzt ist die Frage. Ich würde am liebsten nochmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich quatsch nochmal mit den ganzen Kollegen hier. Auf der Insel und mit Greg und Co. Und dann würde ich mal. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja. Wir fragen die ganze Bande hier mal durch. So, Bones. Irgendwas war mit Bones. Okay, nichts war mit Bones. Bones. Hey. Garrett. Mit dir war auch nichts los. Jo, Alligator Jack. Stimmt, mit dir war irgendwas. Hey. Jonas. Wir haben ja Wassermagier dabei. Skip. Bring mich zum Schiff. Der Einzige, der hier was zu Hey, sagen hat, du. ist Skip. Genau das. Wie geht's weiter? Man ist zurück und sagt, dass der Gang frei ist. So. Chandris ist noch dort und sichert die Stelle. Und jetzt soll ich. Genau, Butcher. Du bist am zuverlässigsten vom ganzen Haufen. Spute dich. Ihr rühmt euch damit, hier jahrelang die größten und besten Piraten zu sein. Und jetzt muss ich alles für euch hier machen, oder wie? Weil ihr das so doof dafür seid. Naja, ich bin zu doof, hier an einem Pilz vorbeizurennen. Bin ich mal wirklich gespannt, diese Schatzsuche. Das ist mal eine originelle Quest, dass wir ja auch mal wirklich komplett die Insel verlassen, hier Insel Korinnes. Das hätte ich, nachdem der hier mich so abserviert hat, nach den Vorbereitungen für die Schatzsuche, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir hier noch was kriegen und dass das nur Fake ist oder dass die Quest nicht zu Ende geschrieben wurde. Aber immerhin habe ich dadurch eine bessere Rüstung gekriegt, die ich auch überall tragen kann. Jojo. Jo, Ende. Jo, Kollegen. Hör bloß auf. Alter, soll ich euch hier helfen oder nicht? Hier liegt ein Ring. Goldener Kelch. Goldener Kelch? Erzbrocken. Ich würde lieber mal speichern hier. Ich habe Angst. Ich habe tierische Angst gerade. So, goldene Schale.
Erzbrocken. Was? Juwelenschatulle. Ach ja, das ist der ganze Schatz hier, oder was? Amulett. Ich werde dir natürlich sagen, dass ich keinen Schatz gefunden habe. Juwelenschatulle, Schatulle, Erzbrocken, Erzbrocken, Erzbrocken. Die könnte ich bei Returning ganz gut gebrauchen. Goldener Kelch, Schatulle, goldener Teller, goldene Halskette. So, was haben wir noch? Aber unheimlich. Hier ist doch nichts. So, ich hoffe mal, ich habe alles eingesammelt. Das würde ich so gleich auch mal speichern. Ansonsten passiert jetzt irgendeine Grütze hier und wir müssen nochmal alles einsammeln. Da bist du ja wieder. Und der Schatz. Ein paar Kleinigkeiten und ein Amulett. Was? Sonst nichts? Heiliger Klarbautermann. Komm, wir gehen zurück. Ende! So. Jo. Ich bin schneller als ihr. Dämliches Pack. Und dafür die ganzen Vorbereitungen. Aber ich bin sicher, hier kommt noch irgendwas. Ich will zu meiner Bruni. So. Jetzt dachte ich irgendwie so eine Nummer wie bei Risen 2, dass das Schiff weg ist. So, Kollege. Ihr seid zurück. Berichte vom Schatz. Mm. Nichts mit Schatz. Dieses Armee und ein paar Kelche, Erzpoppen und so weiter habe ich in dem Stollen gefunden. Sonst nichts. HMM. Mich dann bleiben die blockierenden Gänge. Aber wie? Ich werde mir etwas einfallen lassen. Jo. Na nun? Wir müssen eine Möglichkeit finden, die verschlossenen Gänge zu öffnen. Jawoll! Hey, du! Gut, dass du kommst. Samuel, der Milchbich ist alles. Er ist in seiner Brauchstube. Glaubst du wirklich? Warte, warte. Können wir mit irgendjemand anderem schwätzen hier? Hey, du! Nö. Komm. Na dann. Bring mich zum Schiff. Eine ereignislose Reise. Als ob das so eine Reise ist, hier hinzusegeln. So, wer bist du denn nochmal? Henry. In einer Braustube. Samuel, ja. Hör auf zu saufen. Hör doch mal auf zu saufen, ja. Du willst mich sprechen. So ist es. Du hast doch diese Frau angebracht. Bruni, ja. Ja, und? Also, kochen kann sie besser als ich. Aber sie hat dir nicht die Wahrheit erzählt. Mann, mach Sachen. Woher willst du das wissen? Hat sie mir selbst gestanden. Sie ist in der Küche. Ja, wo steckt dir so eine Frau in der Zeit eine Frau sonst hin als in die Küche? Ihr seid ja frech. Bruni, du hast mich angelogen. Bruni. Nee. Hier bin ich falsch. Bruni. Wo ist die Küche? Bruni. Vor allem diese Frau, die hat einen Namen, die heißt Bruni. So. Kriegst du nicht auf der anderen Seite hoch? Ich bin mir ein, da gab's noch einen Gang. Na gut. Bruni. Bruni. Wo ist Bruni? Hm. Jetzt verlaufe ich mich schon auf dem Schiff. Hier wusste ich. Verdammt nochmal. Was definieren die hier also überhaupt als Küche? Ich geh mal hier hoch. Bruni? Bruni? Schlafkammer? Bruni! Hey! Küche, das ist nur ein Herd. Das ist keine Küche. Bruni! Hier bei uns? Besser als in meinem elenden Zelt allemal. Willst du einen Teller Suppe? Jo. Später vielleicht. Ich komme von Samuel. Ihr habt über mich gesprochen? Na klar. Haben wir. Du warst nicht ehrlich zu mir. Verzeih,
Piraten auch wieder nicht. Oh, doch. Erzählt, was wirklich war. Wir sind nicht ausgewandert, sondern geflohen. Meine Mutter ist nicht ertrunken, sondern sie wurde als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und ich wurde auch dabei verdächtig. War sie eine Hexe? Bist du eine Hexe? Nein. Mein Vater hat früher dem Magierorden Orden der Erde? Noch nie gehört. Dieser Orden betet zu Adamus. Bär. Also keine Hexerei? Nein. Gute, positive Magie. Wie andere auch. Mein Wissen entspricht etwa dem ersten Kreis der Magie. Das bedeutet? Ich könnte Bäume entwurzeln. Erdspalten schaffen. Gewölbe ausführen. Felsen bewegen. Solche Dinge. Felsen bewegen? HMM? Interessant. Okay, am Handy ist das Game fast gar nicht zu hören. Das Problem ist, dass das ist typisch Gebäude hier, da sind die Stimmen manchmal ein bisschen leiser. Ich höre mehr oder weniger auch nur die Musik als das Gequatsche hier, also von dem Spiel. So, ich grüße dich aber erstmal, Magiepfeil. So, schau mal hier. Schau mal hier. Hast du das schon mal gesehen? Jo. Medaillon? Ja, etwas ähnliches wie ein Amulett, aber kostbar und selten. Und was hat es damit auf sich? Weiß ich nicht. Es könnte ein Banner sein. Ich bin aber nicht sicher. Ein Banner? Das hilft uns momentan nicht weiter. Du kannst doch Felsen bewegen. Wenn es kein ganzer Berg ist. Wir glauben, den Schatz gefunden zu haben. Aber massive Felswände versperren den Eingang. Du könntest dich unverzichtbar machen bei uns. In den Höhlen. Ich führe dich hin. Ja, Bruni. Hä? Dann müssen wir Bruni aber erstmal wieder auf das Fest hier auf die Insel bekommen. Ich hoffe mal, der Skipper hat nichts dagegen, uns mit Bruni hier rüber zu setzen. Jo. Jo, Magiepfeil. Ja, ich, jo, gerade ist aufgestanden. Muss den Rechner hochfahren. Als erstes neue Pornobilder safen. Oh. Entschuldigung. Spaß. Dann komme ich. Ja. Okay. Bring mich zum Strand. Mit Bruni. Ja. Bruni. Ich wüsste, wo ich jetzt hingehen soll. Ich gehe einfach den ganzen Weg wieder hier runter. Nee, Quatsch. Doch. Bruni. Ja, die, gebe ich dir recht. Aha. Lass mich mal hier. Bruni! Bruni, lass mich hier im Stich! Komm mit! Dieser Stream wird nur Bruni gewidmet. So. Das müsste dieser eine Gang, wo diese Tür dort unten war, oder was das darstellen soll. Bruni, komm mit. Du bist doch mein Mädel hier. Du bist doch mein Mädel, bis ich eine neue finde. Du bist... Na, hier aber nicht, oder? Nee. Ende. Nee, wir gehen weiter.
kommen. Kann es sein, dass hier Weibsvolk anwesend ist? So. Jo, was? Nee. Hier? Hat das Ding hier irgendwas zu sagen? Das sieht irgendwie so komisch aus. Bruni, was sagst du dazu? Gar nichts. Ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Das Problem ist, da gab es so eine Ecke mit der Pflanze erst. Ich hoffe mal, das ist für Bruni kein Problem. Hä? Doch, hier. Hier ist eine der Höhlen. Aha. Und diese Wand meinst du? Zerberst du mir Felsen. So, wartest du jetzt hier oder kommst du mit? Du kommst wieder mit. Jetzt muss ich hier mit Bruni wieder rauslatschen und zu dem Jones gehen. So. Solange wir keine Gegner großartig zu bekämpfen haben, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. 1, 4, 1. Unterwegs mit Bruni. Komm mit. Aber du bleibst unten hängen, ich warne dich. Jo. Lerum Larum Löffelstiel. Guten Abend, Smoking Rob, ich grüße dich. Was sagst du zu meiner neuen Perle? Bruni. wo stehen die jetzt? Wo steht die Bande jetzt? Entweder sehe ich die nicht oder die sind weg. So. Ich frage mich, wo dieser komische Magier auf einmal herkommt. Den habe ich ja vorher noch nicht gesehen. Schon's. Hier, guck mal. Nun, wenn diese Aufzeichnungen wahr sind, dann müsst ihr den Geist bannen, der sie zu Lebzeiten verflucht hat. Einen Geist bannen? Wie soll ich das denn machen? Nun, zuerst musst du seine sterblichen Überreste der Erde übergeben. Danach muss ihm eine Bestattungszeremonie gewährt werden. Oh ja. Sind diese Bedingungen erfüllt, dann ist seine Seele nicht mehr in die sterbliche Hölle gebunden. Und dann? Nun, entweder er fährt ein in Belias Reich oder er bleibt in Adanos Reich und wird uns angreifen. Ich schätze mal, er wird uns angreifen. Und wie will ich gegen einen Geist kämpfen? Mit deinem Schwert oder dem Boden? Gar nicht. Auch mit irdischer Magie wirst du wenig Glück haben. Ich habe hier eine leere Geisterrune und ein Schwert, das mit einem ektoplasmatischen Überzug geschmiedet wurde. Du musst entweder den Geist mit dem Schwert so schwer verletzen, bis seine Aura erlischt, oder den Zauber vorbereiten, der den Geist in dieser Rune fängt. Ich will den Zauber vorbereiten. Gut, hier ist die Rune. Darin wird der Geist gefangen. Dies geschieht durch einen Zauberspruch. Ich habe nur 5 Spruchrollen, also pass auf, dass du nicht zu viele verbrauchst. Wenn du den Zauber 3-mal auf den Geist angewandt hast, sollte die Seele gefangen sein. Also gut. Du weißt, wo sich das Zentrum der Zombies befindet? Ja. Dann führe mich hin. Darf Bruni mitkommen? Bruni, kommst du mit? Jo. Was? Warte, Junge, ich komm auch mit. Das will ich nicht verpassen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Aber Bruni gehört mir, Leute, ja? Der arme Kerl kann einem Leid tun. Das will ich gleich mal klarstellen hier. Ja. Noch alle da? Ich hoffe mal.
Wieder da, willkommen zurück, Magiepfeil. Was sagt ihr zu meinen neuen Panels? Geil, oder? So, hier runter, geradeaus und dann noch mal rechts. Bruni noch da? Bruni, warte! Bruni, sieht besser aus als bei mir. Glückwunsch. Viel Spaß wegen, viel Spaß mit den Pixelfiguren. Dankeschön. Ada, halte dich bereit. Ich werde jetzt beginnen. Was für ein Beginn? Ada, los sein mit dir. Was? Jetzt bist du dran. Warte, 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 ich bin noch gar nicht bereit. Der hat mir irgendeine Spruchrolle hier gegeben. Fünf Spruchrollen hat er mir gegeben von irgendwas. Hä? Sag mal. Was hast du bei Facebook gemacht? Namen, Nachnamen können wir nicht verbergen. Was? Geisterspruch. Jo, machen wir mal hier. Oh, mein Schädel. Bruni! Wo ist der Geist? Das war's für dich. Warte, 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 warte. Nee, nee, nee. Ich hatte jetzt Angst um Bruni. Was ist oh mit. Mann, mein Kopf. Nicht zu plündern. Nicht zu plündern. Oh, mein Schädel. Oh, da mal Glück gehabt. Wir haben es geschafft. Jo. Der Geist ist in der Runde gefangen. Mal sehen, was ich daraus machen kann. Mir ist während des Rituals dort drüben die Wand aufgefallen. Ich halte es für möglich, dass dies noch nicht das Ende der Höhle ist. Ach, warte. Du solltest dich nach einem Schalter oder etwas ähnlichem umsehen. Denkst du, warum Bruni mit hat? Du dort noch etwas Interessantes finden. Ich werde zurück zum Strand gehen. Großartig. Jetzt können wir endlich den Schatz heben. Und den Gang, den Jonas eben erwähnt hat, solltest du dir vor der Abreise auch noch genauer ansehen. Ich gehe zurück zum Strand und bereite die Abreise vor. Geh du in die Höhlen und hol die Schätze. Du solltest schon mal zurück aufs Schiff gehen. Ich weiß nicht, was mich hinter dieser Wand noch so erwartet. Hey, die soll die Wand aufmachen. Schade. Deine Nähe hat so etwas Beruhigendes. Dankeschön. ja. Wie hast du das bei Facebook gemacht? Namen, Nachnamen, die können wir nicht verbergen. Wie? Weiß ich, was du meinst. Hab mir wegen Emily auch einen Krankenhaus dort, wegen Echtnamen. Check sie noch richtig, so eine Felix. Tja. Einfach geändert. Also. Reden wir später mal drüber, Magiepfeil. Wenn ich hier. Nach dem Stream können wir machen. Können wir mal nachsehen. So. Uiuiuiui. Schatulle. Ist auch nur wieder so ein Plunder drin. Juwelenschatulle. Goldener Kerzenständer. Jetzt soll ich dann einfach Name, Magie, Nachname Pfeil ergeben. Wäre nett zu wissen. Magiepfeil der Bär oder sowas, keine Ahnung. Du musst du selber wissen, wie du dich nennen willst. Aber, naja, bei Facebook musst du eben auch einen Nachnamen oder so. Das ist eben das Doofe. Das muss man mal bei YouTube, muss man das ja im Prinzip eigentlich auch. Aber, ich glaube.
das war ja, da konnte man das irgendwie einstellen wegen der Ansicht oder so. Das ist ja bei YouTube, das ist ja nicht direkt YouTube, das ist ja das Google-Konto. Der Name vom Google-Konto ist das ja. Nimmt er ja. Hier steht noch was. So, wir sammeln erstmal den ganzen Krempel hier ein und dann machen wir mal hier die Schalter ging. Ja, da steht, dass er nicht erlaubt ist. Was keinen juckt. Was keinen juckt. So. Und jetzt? Beim Google-Konto kann man auf YouTube seinen echten Namen nutzen. Und oder ein Brandkonto eröffnen. Naja. So. War das jetzt hier dieses Ding mit den Kerzen davor, oder? Juhu. So. Hä? Wir sind auf Schatzsuche. Ich schätze, hier erwarten mich gleich wieder eine Horde Zombies. Ich hatte wirklich Angst vorhin um Bruni. Vor allem die kämpfen dort, die ich will erstmal in meinem Inventar rum. Untoter Ork. Uiuiui. Wir sind natürlich so schlau und machen die Arztplatte und machen dann und dann das Tor auf. Versteht sich ja von selber. Lalala, du kommst ja hier nicht durch. Dann. Jo. Mal hier. Zack. Noch mehr? So gekropft. Moin David. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich drück mal hier diesen faszinierenden Knopf. Ja. Das ist Hardware. Für RTL-Zuschauer Knöpfe. Hast du nun schon wieder? Hier. Eieiei. Ah! Wer wird denn hier? Aber wie blöde bin ich eigentlich? Ich weiß nicht, ob das reicht hier für die ganze Bande. Ich glaube, der haut mich böse hier. Ei! Was macht der denn da? Da ist auch irgendwas Geflügeltes dabei. Ja, komm. Sauf mal hier. Na? Alter! Was? Warte. David Hasselhoff, jawohl. Fucking looking for free. Wieso löscht er meine Nachricht? Was denn für eine Nachricht? Warst du wieder frech? Jeder kann meinen Vornamen wissen, aber du hast ein anderes. Ich mein Ziel war es, dich zu begrüßen. Dämonenlord, guck mal hier.
Der Dämonenlord, der wird gleich fallen. Scheiße, alle. Warte, warte, warte. Ich habe Klaue Belia, guck mal hier. Macht einmal Fatsch und Ork liegt unten. So, Jack, hab letztens so einen Post von dir auf Facebook von 2013 gesehen. Ja, ja, das sind... Ja. Keine Ahnung, was ich dort überhaupt noch drauf habe. Ich guck da nie rein. Bestimmt irgendwas Peinliches, ich weiß. Das ist meistens so bei Sachen von damals, wenn man so ältere Sachen will. Na? Jo, Stufe gestiegen. Hervorragend. So, dich holen wir natürlich mit Magie hier. Ist ja wohl sonnenklar. Das ist doch glasklar. So. Mach kurz die Bildchen fertig, Mann. Ist zu arbeiten. Jo. Dämonenlord. Puh. Warst du schon mal arbeiten? Ey, Smoky Rob, jetzt hör mal auf damit, bitte. Muss ich sein. So, was haben wir hier drin alles stehen? Schalter, jede Menge Schalter. Jetzt sag bloß, wir müssen ein Schalterrätsel lösen. Warte mal, hier ist offen. Schalterrätsel, da bin ich doch viel zu dumm dafür. Oh, ja. So, na gut, mach mal auf hier. Drück mal drauf. Nicht so. Nicht tut weg, mein Magiefall. Warst du hier auch mit den Bildern oder was? Ja. Und hab bei dir. Dabei den Rücken gebrochen. Straßenbau ist nichts. Ich weiß, dass du den Magiefall meinst, Smoking Rob. Hier waren wir. Müssen aufpassen, wo wir schon waren und wo nicht. Ja, um. Eine männliche Arbeit. Hier ist kein Schalter drin, dafür hier, und ich denke mal, dadurch geht dann das große Ding da auf. Hoffe ich mal. Was ist? Ja, also ich bin Zahnarzthelfer und fühle mich auch männlich bei meiner Arbeit. Nichts geht über eine sexy Krankenschwester. Auch nur für männliche. Ich sage. Was, das sage ich nicht als Frauen abwerten, aber würden zwei Paletten Steine, Rückenbruch ist easy. Magiefeil. Auch bei Frauen kann es starke Geschöpfe geben. Du steckst den Patienten immer die Watte in den Mund, oder? Ja, oder Fluorid. Zähne schmieren. Okay, ja, aber gut. Ja. Mund auf, Zunge rein. Magiefeil sein. Wenn du den Namen da hinten dahinter weglässt, Magiefeil, dann ist der Spruch gut. Und auf Zunge rein. Ja. Wer ist diese Emily? Ich bin trans, ich kann männlich und weiblich für dich sein, Jack. Nee, danke, lass mal. Hier bitte, ich nehme nur weiblich. Und nun? Ah!
Ja, Egra, Akantor. Öffne dich. Ja! Alter. Oh. Jetzt dachte ich ja, jetzt ist vorbei. Der Name gehört dazu. Ja, ist mir klar. Alter, was haben die denn für einen Scheiß gebaut hier, Mensch? Voller lauter Löcher hier. So, wer jetzt so wieder zweideutig denkt, der. Sagen wir es mal so, runterkommt wäre hier nicht schwer. Hoch dagegen sehr. Alter, das ist doch. Ei! Kannst du mal hier hochhüpfen? Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Du sollst hier hoch, Mensch. Wo ist das Problem? Hier war der Weg zu Ende. War der Bußboden auf einmal weg. Also, ich. Habe ich jemals gesagt, dass ich nur Blonde mag? Ob blond oder braun, wir lieben alle Frauen. Wann kriegst du endlich mal eine schöne Rüstung? Diese Piratenrüstung regt mich voll auf. Das ist schon eine bessere Rüstung. Das ist eine bessere Piratenrüstung. Ich habe leider nichts Besseres. Das einzige Bessere, was ich habe als die Piratenrüstungen, wären die Banditenrüstung. Aber damit greift mich das normale Volk an. Ich dachte ja, die Robe, die wäre endlich mal besser, aber nein. Alter, könnt ihr die. Was baut denn ihr für eine Scheiße hier in die Mod mit dem Weg hier? Das ist ja ekelhaft. Ich habe keine Lust, hier ewig runterzuspringen. Ich höre schon wieder Zombies. Oh mein Gott. Und es wird schon wieder dunkel. Willkommen bei Xeris Rückkehr. Ihr Xeris-Water. Jo. Warte mal. Zombie, na klar. Na, was denn nun hier? Ja, klar. Das Problem, ich sehe nichts hier. Alter, was baut denn ihr für einen Mist hier? Das ist ja furchtbar. So. Das ist bloß noch der eine? Nee. Geil. So. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Draisine. Könnte auch ein Fahrstuhl sein. Ich wette, das ist ein Fahrstuhl. Also wären wir bei Tomb Raider, dann hätte ich gesagt, Vorsicht. Weil Fahrstühle und Lara Croft, das ist irgendwie nicht ganz vereinbar miteinander. So, aber wir sind ja Gott sei Dank bei Gothic. Da mache ich mir, was das angeht, keine Sorgen. So, nun? Jetzt habe ich drauf gedrückt. Und jetzt? Kann ich hochspringen? Ich drücke mal drüben drauf. Ei! Scheiße, ist doch ein Fahrstuhl. Jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt, jetzt fährt er wieder hoch. Ja, klar. Ich sag. Hab nie Xeris gewotet. So, jetzt fahren wir runter hier. Es steht im Übrigen auch die Frage im Raum, wenn wir hier mal mit Xeris fertig sind, ob wir da direkt jetzt mit den Legend of Azun oder so anfangen. Oder ob wir erstmal hier dazwischen wieder einen Puffer machen und was anderes machen.
Ich habe ja das Spiel im Auge. Ja, was denn nun? Jetzt fahr doch mal los hier. Wollte sogar was Koop mit Jack. Was? Hentai Shooter 3D. Ja, Hentai Shooter 3D. Hast du das jemals gespielt? Gönne Girlvania. Es geht dann mir auch noch mal und sagt mit seinem Girlvania. Also ich mache jetzt eigentlich gerade mutig. Ich gebe mir ja was zu saufen ein, während ich eventuell in eine Gefahrenzone nach unten segel. Jack zockt danach Enderel. Hä? Diese Plattform hier, sollen die mir irgendwas sagen? Wir gucken mal nach unten, vielleicht sehen wir mal, wo wir hier ankommen sollen. Ist das Yellows Kreuz? Nimm eine Mod, also ändere. Habe ich mir auch sagen lassen, ja, von. Das war doch von dir, Lopede, du hast mir das auch erklärt. Was das ist. Ja, Zombie da unten, ich sehe es doch schon. Kommen die hier hoch? Ja, die kommen hier hoch. Weil dieser Pisser wieder eine Stunde braucht, bevor er losläuft. Was läuft bei dir gerade im Gameplay falsch? Sieht das jemand? Hä? Nur meine Empfehlung, so wenn du keinen Bock hast, dann ist auch gut. Ja, eine total von Convention für irgendwas. Aber es finde ich viel besser als das Original. Das Problem bin ich. Ich bin ja eigentlich hier dafür, hier Mods erst zu machen, wenn ich die Originale gespielt habe. Egal, ob jetzt eigentlich eine Total Conversion oder nicht. Mal sehen, ich mal gucken. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. So, wir speichern mal hier. Die Frage ist natürlich, wo landen wir, wenn wir auf diesem Ding hier neu laden? Er trägt die Keule als Waffe als Magier. Wie Keule? Das ist die Klaue Belia, aber okay. Check, wenn ich kurz nochmal, wenn sie jetzt doch spielen. Viel Spaß beim Grafikmodden. Das ist so scheiße schwer. Tja, wenn du da schon Bescheid Erfahrung hast, dann kannst du ja mal dein Wissen teilen. So. Ich will wissen, ob das schon von hier oben aus klappt. Das ist ja immer tatsächlich hier bei Xeris Rückkehr, ist ja immer von einer Ebene abhängig. Aber alle hat es noch nicht weggerissen. Wie viel braucht der noch hier?
So, noch mehr? Hallo, noch jemand da? Nö, okay, die hätten wir alle. Puh, ist ja lächerlich. Jonas Ultra moddet auch Engine Bugfixes, andere beinhalten und Community Patches. Die Teile aus der Skyrim sind alt und brauchen das. Kann verstehen, würde auch was zumindest anzocken. Sind das wieder welche, die man aufmachen kann hier? Nö. Ja. Das ist wirklich doof hier, dass wenn das draußen hell wird, dass es innen dunkel wird, dass es hier in den Höhlen auch dunkel wird. Die Höhle ist größer als die ganze Insel oben drüber. Also Oblivion geht auch ohne Ultra-Mods. Klar, zocke das gerade und habe nur kleinere Mods drin, wie besseres Wasser, bessere UI und natürlich die Community-Patches. Am Morgen würde ich aber persönlich mehr modden. Die Grafik ist schon ranzig. Ranzig, sagt er. Ja, auweia, wo sind wir denn hier gelandet? Schalterrätsel. Tja, hier sind Zeichen davor, Symbole. So, das heißt, das Ding muss in einer bestimmten Reihenfolge. Entweder zuerst das oder zuerst das. Nur haben wir hier irgendwo die Zeichen stehen. Weißt du was, wir haben gerade gespeichert, wir gehen einfach auf Dumpfang. So, wenn das jetzt nicht klappt, probieren wir es andersrum. Probieren, wie geht. Aber dass man da noch besser wie bei Gothic schon Pflicht. Also ich würde sowieso bloß, wenn dann Grafikmods oder sowas machen. Nicht die jetzt das Spiel. Ja, ich glaube, das war falsch. Wir machen mal rechts zuerst. Das war mir klar, dass es das natürlich falsch ist, wenn ich. Okay. Muss man eh hardcore immun. Das Ding hat nicht mal eine Sprachausgabe. Uiuiui. Und bei Overlay muss man eine deutsche Sprachversion erstmal runterladen. Weil das Spiel selbst bei Steam ohne den Patch nur in Englisch ist. Das ist natürlich doof. Ohne Sprachausgabe. Stimmt, da war ja mal irgendwas. Nein! Alter, lass dieser Krüppel sich nicht bewegt. Warte mal, reicht doch nur, wenn wir einen Schalter drücken. Sieht so aus. Nein! Alter, hör doch mal auf! Jetzt hängt ihr an der blöden Kante fest. Wenn ihr mich holen wollt, während ich an der Kante festhänge, dann mache ich mir das mit euch genauso. The Elder Cross Kreuz steht für Nervenbruch. Die brauchen sowas wie Spine, wo kommen 20 Stunden verschwendet. Ja, Moro wohnt so großteil ohne Sprachausgabe, nur Text meistens. Oh ja. Das ist schon ein absolutes No-Go für mich. Halt da diese Kanten hier. Ja, jetzt sind hier wie viele Schalter? Warte mal, die roten, der rote war vor oben vorhin gerade kaputt hier. Was ist das hier? Was liegt denn hier rum? Können wir das hier runternehmen? Kommen wir hier hinüber. Man kann eigentlich nur vernünftig Spaß spielen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die. Uiuiui.
holen. Oh, war ja. Habe ich mir auch was eingelassen. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ich würde mal nachsehen wollen, was die Schalter hier eigentlich machen. Warte mal, rot ist doch hier, das war doch oben. Das hat uns doch hier weggeschmissen bei den roten Schaltern. Genau. Wir drehen einfach mal an allen Schaltern. Und nun? Ach, jetzt ist sie so in Brücken. Okay. Hier ging es wieder runter zu dem gelben Gang. Okay, also wir müssen also hoch. Ja. Oh, jetzt habe ich hier wieder den Trampel wieder auf die 7 gedrückt, wo mein Zauber drauf ist. Wo ist jetzt mein Unwetter? Unwetter, hier. Ja, bitte, Magiefeuer. Was kann ich denn für dich tun? Ich lese gleich, warte. Bitte mach hier den Sprung, bitte mach hier den Sprung. Wo ist der jetzt hin? Na klar, zieh die Waffe, komm, zieh die Waffe. Benutz die Waffe bitte auch. Hast du das Hauptbild von Bären? Da ist nichts. Was? Was für ein Bären? Ach, hier mit dem Pfeil? Den müsste ich noch haben, ja, wieso? Der nächste Upload kostet Geld, das ist ja schon klar. So. Tun wir da, was? Der ist putzig. Was? Kann den Kopie gebrauchen. Was? Wie tun wir da? Wer macht denn hier noch so einen Krach? Ich höre noch irgendwelche Zombies röcheln. Ach hier. Oh. Ja, ich glaube, die hatte ich alle. So, hier sind Schalter dran, die drücken wir gleich. Vor allem, ich dachte schon auf der Pirateninsel hier, auf der Schatzinsel, du hast den Tomb Raider doch den Bären weggefickt. Hast du aber für das YouTube, haben wir benutzt. Das ist niedlich. Das ist niedlich, das ist ein zähnefletschender Bär. Das ist niedlich, sagt der Kerl. Das ist aber urheberrechtlich geschützt von mir. Nee. So. Warte mal. Wir müssen ja also die Schalter wieder drücken.
Mal sehen. Überlege ich mir nochmal Gipfel. Ei! Ey, jetzt wartet doch mal ab. Also ganz so wehrlos sind wir ja noch nicht mal hier in dem Spiel. So. Ich hoffe mal, wir müssen die nicht in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Also erst den einen, dann den anderen. Dass das egal ist. So, ist jetzt hier irgendwas aufgegangen? Da hinten die Tür zum Beispiel. Jo. Diese Kanten hier, die machen mich wahnsinnig. Rudi, ich kann einfach das Video bei mir einfügen und das klauen. Das ist ja klar. Das Problem ist nur, dass die Hälfte des Bären durch verpixelt wird. Tja. So einfach scheint es dann darüber doch nicht zu sein, was? So, Undro der Ork, Alter. Warte mal, hier machen wir. Ich glaube, die brauchen mehr als einen. Vollend runtergefallen. Ach so, wir müssen erstmal Mana saufen. So, jetzt sind wir hier unten, na klar. Hier wollte ich erstmal überhaupt nicht hin. Oh. So, schalte her. Können wir hier wieder hochfahren? Dankeschön. So, hatten wir jetzt alle da drüben? Nee, hier. Ja. Wunderbar. Was ist denn hier? Liegt hier irgendwas? Nö. Alter, diese Kanten, die machen mich irre. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ich laufe zurück, oder? Ja, ich laufe zurück. Naja, egal. Wie gesagt, mal jedenfalls sowas, bis wir quatschen wollen mal. Halt! Alter. Alter, willst du mich verarschen? Die sind alle hier runter. Ja bitte, geht doch. So, was wartet jetzt hier oben auf mich? Ich speichere lieber mal. Ich habe ja tierische Angst hier. Ist aber auch ganz gut, dass die dass die Piraten nicht mitkommen. So. Ihr wollt mich rollen, oder? Ihr müsst ja wohl eine Macke haben. Vielleicht mache ich das mit diesen Brettchen. Mir ist das für mit Facebook am wichtigsten. Ich will nur noch Twitter.
Wurde ja sehr schlau gemacht, wie man sieht. Yep. Hä? Was nun? Was ist das denn jetzt? Da wollt ihr mich verarschen. Was ist das denn? Alter, der braucht einen Schuss und der geht 20 Mal daneben. Alter, ich könnte wahnsinnig werden. Wie viel kommen jetzt hier? 7. Ne, 8. Na, haut doch mal zu. Furchtbar. Was? Marvin Mode? Wieso Marvin Mode? Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ach, es fällt ja wieder so blöde um. Da gibt's nur eine Lösung dafür. Hingehen und draufhauen. Na, wer wird sich denn hier seines Endes verweigern? Da war einmal. Es war einmal. Ja. Da ist nichts zu holen. Wie lange ist das jetzt eigentlich hier? 23.30 Uhr. 3 Ingame-Stunden sind wir eigentlich so, also schon hier drin in den Ding. Alter, was ist das denn da drüben? Fährt dort ein Zug lang? Was zum Geier ist das? Da ist noch einer. Ey. Hol doch mal. Benutzt doch mal das Schwert, Mann. Drückt 20 Mal nach links, damit er zuschlägt. Was macht der? Nichts. Oh ja, jetzt wieder dieses Theater mit dieser Hinlegerei. Hatten wir den hier schon? Ich glaube ja. Ich hasse das, wenn die sich so dämlich hinlegen. Habe ich das schon mal gesagt? Da hinten, der müsste ja inzwischen wieder aufgestanden sein, oder? Der ist hier unten gelandet. Das Problem ist, hier unten stehen noch welche. Irgendjemand hatte nochmal das Schwert gezogen.
Wo will einer was von mir wissen? Jack, was hältst du von Mass Effect? Das hatte ich schon mal angefangen zu spielen, aber dann nie weitergemacht. Das hatte ich auch schon mal überlegt, das zu machen, aber ich würde es gerne ganz gern auf dem PC haben, weil ich habe es nur auf der PlayStation 3 und die kriege ich irgendwie schlecht an den Rechner ran. Die Capture Card will da irgendwie nicht. Und für die PlayStation 4 gibt's das noch nicht, soweit ich weiß. Sag mal, irgendwie, hör doch noch irgendwo Orks. PS4 kann man auch PS3 spielen. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, ich glaube nicht. Das war ja immer dieses Theater bei Sony mit der, was? Falsche Seite. Mit der Abwärtskompatibilität. Ja. Tausend Goldmünzen, jawohl. Ja, schön wieder zumachen, ja? Gut, dankeschön. So, Steinsarg. So, haha. Und soll doch für die bis 4-5 kommen. Dann wird es wohl nie kommen. Der Magiefall ist immer so negativ. Warte mal, war hier hinten auch ein Steinsarg? Ja. Ich sollte vorher speichern, falls hier ein Skelett rausspringt. Avatir benötigt die Stärke. Da bin ich mit meiner Klaue Belia momentan glücklicher dran. Auf PC ist das definitiv relativ günstig. Ich glaube 10er für alle drei Teile. Musst aber noch für Teil 2 und Teil 3 die DLCs kaufen. Ich bilde mir ein, ich habe mal reingeguckt bei Steam, da gab es stellenweise nicht alle Teile. Ihr könnt mich ja... nee. Ein Zehner. Ihr wisst, wo das Spenden-Button ist. Nee. Muss ich mal gucken. Ja, was kosten die DLCs überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe da nie mal großartig nachgeforscht. Ja, kann man... Ich meine, Mass Effect tatsächlich ist eine Sache, die ich eher lieber auf dem PC spielen würde. Weil mit Maus und Tastatur, da bin ich mit dem Zielen besser, weil das ist ja freies Zielen, soweit ich weiß. Und das ist mit Controller immer so eine Sache. Natürlich, ich meine, ihr müsst es eigentlich mit Controller machen, damit ich mich darin übe. Bei Horizon Zero Dawn hat es ja eigentlich ganz gut hingehauen. Erstaunlicherweise. Am Controller hast du doch Aimbot, erzähl doch nicht so ein Reis. Und fertig. So. Was ist jetzt da unten los? Was ist da unten? Daumen Uhr. So, ich soll jetzt hier runtergehen oder was? Und nun? Ja, dann eben Zielhilfe. Ach, Magiefall. Greg hat mich beauftragt, die Schätze aus den Höhlen zu bergen. Also auch mit bei den BioWare Points relativ teuer. Auf 25 für den zweiten, das ist 30 auf 40. Nur für alle DCS, die Basisspiele, kriegst du beim Trilogie-Pack. Und sie einfach null. Ja, wie gesagt, Mass Effect wäre eventuell so eine Sache, die würde ich eben auch ganz gerne eben sagen, wie ich sagte, eben mal testen wollen. Aber so, jetzt muss ich erstmal gucken, soll ich jetzt hier runter oder wie soll ich mir die Sache vorstellen? Deine Resistenzen gegenüber, ist ja. Ich frage mich bloß, wie soll ich da runterkommen? Ich würde einfach sagen, runterspringen. Ich könnte aber auch einen dieser Gänge hier ausprobieren.
Wieder hingefallen. Also ich rate, hier steht noch einer um die Ecke. Ich könnte langsam mal wieder ein paar Mana-Tränke gebrauchen. Eieiei. So. Wo jetzt lang? Hier geht's nicht, also nur die Richtung. Enter the Ork. Eieieiei. Er steht ja genau vor meiner Nase. Dass es nicht so dunkel wäre. Beim Remaster sind eh immer alle, die jetzt ist dabei direkt. Assassin's Creed 3 Remaster. Ja, Assassin's Creed. Bei der Assassin's Creed. Bei Assassin's Creed. Eieiei. Schreckt mich das Wüstensetting ab. Ach so, warte. Hier ist ein Schalter. Wir speichern mal und drücken das Ding einfach mal. Wüstensetting. Na, Assassin's Creed ist der Anfangs. Kann sein, dass das später sich ändert. Mehr so Wüstenstädte und sowas. Du solltest doch nicht. Ja nun? Jetzt habe ich ja Knopf gedreht. Ja, jetzt bin ich hier unten. Eieiei. Ja, Alter, bewege dich doch mal, diese verfluchten Kanten. Was für ein Scheiß, ehrlich. Knopf noch nicht gedreht. Brauchst du mir nicht erzählen, habe alle Teile bis auf diese 2.5 Trilogie Origins Odyssey. Ja, nee. Wie gesagt, Assassin's Creed, das ist. Funktioniert das Scheiß wieder nicht auf die Nähe. Das ist mit der Magie, das ist am Kotzen, dass das nicht auf die Nähe reagiert. So, zwei hätten wir. Ich lese gleich. Ich muss erstmal hier Ork töten. Ist nicht zu holen. So, lag hier jetzt noch irgendwelcher Plunder rum? Das sieht so aus. Nö, keine Ahnung. So, Moment. Und AC3? Was? Habe ich auch zweimal durchgezockt. Wollte aber erstmal auf das Game selber hinaus, sondern Remaster. Das Remaster war halt Mühe. Die Grafik sah fast so aus wie das Original. Gar keine Veränderung. Ja, das ist immer schwer, die Veränderung dann auch wirklich wahrzunehmen. Wenn ich, wie gesagt, wird ein Remaster, das ist so geil jetzt, die Grafik und sowas. Aber in Wirklichkeit ist kein Unterschied da.
So. Ach, scheiß auf das. Scheiß auf die paar Kröten, die hier liegen. So, was soll ich mit dem jetzt machen? Bin mal gespannt. Ach so, du greifst mich direkt an. Nichts zu holen. Nichts zu holen, sagt er. Und nun? Und jetzt? Ey. Oh, ich hasse das. Das macht das ganze Spiel kaputt. So. Was sind das eigentlich für Dinger hier? Was? Goldener Kerzenständer. Gold. Das Problem ist, hier unten liegt nicht wirklich was, oder? Und toter Ork. Hm. Hey! Lauf doch mal! Na komm her, du. Jo. Jetzt habe ich alle Orks hier unten umgehauen. Wir speichern mal hier hin. Jetzt mal bloß ein Rätsel. Wie es jetzt weitergeht. Da hat sich ja nichts ins Tagesbuch oder Tagebuch oder sowas geschrieben. Wir haben bloß diesen Typen hier unten umgehauen. Und das war's. Gibt's noch irgendwo einen Gang? Was ist hier? Das ist ja durch die Schräge, also da können wir den nicht vorher anvisieren. Geht wieder nicht. Auf zum Blocken, Mann. Das ist auf jeden Fall ein Schalter. Und noch ein untoter Ork. Bin auf das Remastered von ME, aber gespannt. Was war ME? Ob es auch mit den Mods was? Ja, ja. Von den Originalen mithalten kann. So. Hier ist auf jeden Fall ein Gang. Was ist hier noch? Na klar! Jedes Mal dieselbe Scheiße. So. Ja, sollen wir erst hier reingehen oder? Ach so. Ja. Entschuldigung. Na klar, haut mir halt das Leben weg hier. Drück! Alter! Hau doch mal zu, wenn ich drücke! Bin sowieso gleich tot, der haut mich gleich. Mein Herr, ja, meine Herren. Also manchmal ist der Kerl wirklich furchtbar. So.
Nee, das sind keine Mumien, wo man hier wie bei im Orkfriedhof plündern kann. Hat mir der Schalter jetzt hier oben irgendwas aufgemacht? Na, nochmal unter rote Orks. Das ist wieder so eine hässliche Schräge hier. Jo. Jetzt, wir gucken erstmal weiter. Wir müssen doch bestimmt den Schalter hier drücken. Okay. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da würdest du bitte mal auf den Lebenden schießen und nicht auf den Toten. Oh ja, jetzt rennt er zurück und ja, scheiße, geht daneben. Klar, muss das jetzt gerade alle sein. Ja, ich werde... Ja, das ist ein Nachteil bei Magie, dass die halt auf die Nähe halt... so nutzlos ist. So, hier irgendwo, hier geht's weiter. Jetzt aber dicht. So, machen wir mal auf. So. Jo. Wieder so eine hässliche Kante hier. Alter, wo sollen wir hier noch hin? Halt. So. Speichern. Jo. Nun? Ach, hier sind wir, wo wir Bruni gefunden haben. Können wir den Greg jetzt irgendwas sagen? Wo ist der? Ach nee, hier sind wir rausgekommen. Hä? Da. Ich habe den Speierplatz, bevor wir den Typen da unten, den großen Ork, oder den mit Namen gemacht haben, habe ich extra mal gelassen. Mann, ich habe den wahren Schatz der Insel gefunden. Durch die Wand bin ich in ein großes Höhlensystem gekommen und in einer riesigen Halle war alles voller Gold. Du solltest noch ein paar von den Jungs runterschicken, um das Gold hochzuschaffen. Wer gut, Medium, ich werde das verändern lassen. Ich werde, als sprich mit Ski, wenn du hier alles erledigt hast. Er wird uns zum Schiff bringen und dann fahren wir gleich los. Okay. Ich würde das aber gern bei Tageslicht machen wollen. Da gehen wir mal in Brunis Bett und schlafen dort einfach mal eine Runde. Du bist nicht ausgeglichen. Ja, Entschuldigung. So, da können wir das ganze Ding auch wieder ein bisschen geschmeidiger machen hier. So.
Hä? Was macht der denn da? Ich bin immer noch am Rätseln, was ich hier durch die ganze Aktion jetzt überhaupt gewonnen habe. So, hier stehen die alle rum. Alter. So, Ende. Hey, du. Jones. Ende. Hey. Garrett. Wir haben Bruni gewonnen, das ist doch schon mal was. Bombs. Hey, du. Das kann auch nicht ewig so weit. Jo. Man erzählt sich ja so einiges. Warum verknüpfst. Hey, warte mal, hey, Twitch und Discord nicht nur. Warum verknüpfst du eigentlich Twitch und Discord? Nicht nochmal so gefragt. Wie verknüpfen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer erzählt denn sowas? Keine Ahnung, ob man das irgendwie irgendwo irgendwas verknüpfen kann. Der arme Kerl kann eine Leitung. Mit mir kann man sowas nicht machen. Das hätte so. Er besser wissen müssen. Ja, hier müssten wir eigentlich alles erledigt haben, oder? Ja. Hoffe ich mal. Warte mal. Weißt du was? Bevor wir hier jetzt sinnlos rumsuchen, ich würde mal sagen. Piraten, komplett los. Wir gucken mal bei Piraten rein. Nebengilden. Altes Lager, Banditen, Nebengilden, Piraten. Wir gucken mal bei den Piraten rein. Da kriegt er kurz mal den hier. Ja. Ich will bloß wissen, ob wir das alles gemacht haben hier. Ob wir uns noch was vergessen. Ja, damit jeder sieht, dass du momentan streamst. Ach so, ich hatte vorhin wegen hier den Streamer-Modus. Warte mal. Mach ich das Ding. Ja, stimmt. Hatte ich doch immer an, den hatte ich da vorhin, weil ich hier. Warte, das Server-Einstellungen. Ja, Rollenmoderation. Hm. Was? Gott, verschalte ich das als einen Integration? Genau das habe ich. Wo hatte ich das eigentlich eingeschalten? Übersicht. Das Jack Live Ding habe ich ja ausgeschaltet. Sag mal, wo hatte ich denn das vorhin ausgeschaltet mit dem Streamer-Modus? Das hätte er doch besser wissen müssen. Warum erfahre ich das jetzt erst? War doch hier gewesen. Als ob ich nicht schon Probleme hätte. Kann man sowas nicht machen. Als ob ich nicht schon Probleme hätte. So. Jetzt müsste es eigentlich. Genau. Jetzt steht es wieder da bei Discord. So. Okay, Lopede, danke schön auf jeden Fall.
Hab's auch immer aus. Wofür hat man Discord? Ja, wie gesagt, ich hatte das vorher hier beim Rumtesten aus Versehen ausgeschalten. Mit dem Stream am Montag aber nicht wieder an. Vorbereitung, Schatzsuche. So, wo haben wir das? Die Schatzsuche von Greg. Dann wollen wir uns das mal ansehen. Von Greg, warte. Steinwand weg, gehen wir weiter. So. Wir töten alle Orks und können den Schatz an den Schätzen bedienen. Danach folgen wir einer Weg, oder? Danach versuchen wir Raum in der Wand. Wir finden einen Teleporter. 10.000 Gold, Trank der Ausgewogenheit. Piratengilde, Anmerkung. Piratengilde fertig. So. Nee. Wie gesagt, falls wir irgendwas vergessen haben, dann. Wir segeln jetzt hier zurück. Mich fragt ja keiner. Haben wir sie seinen Schätzen bedient? Ich denke mal schon. So. Skip. Nee, warte. Wir brauchen hier noch. Jo. Okay. Jetzt können wir. Und zurück. Das ist manchmal ganz wichtig, wenn da solche Sachen sind, dass ihr da auch mal Meldung gebt. Das ist ganz super. Weil solche Sachen manchmal. Jo. Was hast du denn da auf dem Rücken? Das liegt doch auf der Hand. Das sah aus wie Abattel. Tatsächlich? Du lebst noch? Ich hätte nicht gedacht, dass jemand einen Schlag mit einer solchen Axt überleben kann. Ich hatte wohl Glück. Ich kann mich nur an nichts mehr erinnern. Oh, war ein kräftiger Schlag, denn er war so laut, dass wir dadurch bemerkt haben, dass diese Biester unser Schiff geentert haben. Danach haben wir sie zurückgeschlagen. Du jedoch warst bis vor kurzem bewusstlos. Was ist mit dem Schatz? Was soll damit sein? Niemand hat ihn angerührt. Obwohl ich es erlaubt habe. Alle wollten sie auf dich warten. Damit darfst du dir deinen Teil aussuchen. Jo, Trank der Ausgewogenheit. Dafür müsste ich mal erstmal wissen, was ein Trank der Ausgewogenheit überhaupt macht. Wir gucken mal. Ich nehme den Trank. Bestimmt eine gute Wahl. Wir wissen nicht, was er bewirkt. Das werden wir gleich rausfinden. Wo habt ihr ihn denn überhaupt her? Er lag im Schiffswrack. Während du die Insel erkundet hast, hat Skip das Schiffswrack untersucht. Da ist er über den Trank gestolpert und hat ihn mitgebracht. Mich fragt ja keiner. Jo. Ich speichere mal hier. Wenn mich der Trank anstinkt, dann. Warte mal, warum das? Embala. Trank des Zufalls. Was macht das eigentlich? Geschicklichkeit plus 10. Tiergift, Trank der Ausgewogenheit. Stärke plus 3. Genau das habe ich auch gesagt. Was war das untere? So schnell kann ich nicht lesen. Mana, Lebenspunkte. Ja. Na komm. 10.000 Gold haben wir dafür. So. Reines Mana. Ich meine, Gold haben wir genug. So. Da haben wir jetzt fast 2 Stunden hier die Schatzsuche gemacht. Das ist doch auch nicht unbedingt verkehrt, würde ich mal sagen. Und mehr als die Schatzsuche dafür hätte ich machen. Jo. Ach, die immer mit ihrer Präsidentschaftswahl. Wer freut sich nun eigentlich von euch, wer das der Joe gewonnen hat? Ja, was ist denn nun? Ist das nun beendet oder nicht? Macht mich alle. Taskmanager. Ja. Ja.
Ja, dann starten wir einfach nochmal. Dann starten wir nochmal. Kommen Sie einfach der Access-Violation. So, damit wären wir mit dem Thema Piraten bei Xeris Rückkehr komplett fertig. So. Ich würde mal sagen, als nächstes würde ich nämlich nochmal den Verwandlungsmagiern widmen. Die Hauptquest machen wir wie immer hier in dem Kapitel. Gehen wir zuletzt. Jetzt geht's los hier, oder was? Ich habe kurz Spine ausgemacht und ich starte mal Spine neu. Ja. Bibliothek. Da probieren wir das normal, notfalls müssen wir einen anderen Speicherplatz nehmen. Ende des Streams wurde bereits erreicht. Was ist das denn für eine Meldung? Was ist los? Hatte den Stream stumm. Na, warte mal. Haben die Uhrzeit Emmy-Time. Ach, du gehst mir. Hagifal, bitte erwähne diesen Namen nicht mehr. Tu mir bitte den Gefallen. Ich kann nicht mehr. Oder alles, was damit zu tun hat. Gehst jetzt auf? War es Magiefall? Keine Ahnung. Wir laden mal den hier. Ja, der eine Speicherplatz ist mir warm aus. Ja. Nee, du. Was? Nee. Warum sollte ich das tun? Hey, du bist ja aufgewacht. Ja, ich bin aufgewacht. Entschuldigung. So, wir machen uns gleich mal einen neuen Speicherplatz hier auf der 40. Ja, aber kurz nach dem Speichern ist er hier gecrashed und dadurch. Tatsächlich? Du lebst nicht. Ja, halt doch mal die Schnauze. Ich will den Trank der Ausgewogenheit. Als ob ich schon genug Probleme hätte. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Oh, hier, komm, runter mit dem Scheiß. Trank des Zufalls. Jo. Damit ich das Gründerabzeichen kriege. Das habe ich auch gesagt. Bin am Überlegen, ob ich. Also ich krieg 3 Stufen bei Abos. Das geht von Bronze, Silber, Gold ist, geht das jetzt. Die du, ja. Und die entsprechenden Emotes kannst du dann halt auch benutzen. So. Ich hätte das nicht gemacht. Glaub mir nicht, dass du das bekommst. Das hätte Was ist überhaupt ein Gründerabzeichen? Habe ich ja noch nie gehört. So. Lass uns handeln. Dort steht doch, dass ich das bekomme. Ach so. Man muss eben aufpassen. Wo steht das? Mich fragt ja
Wo? Der Lopede sieht oder Gespenster. Ja. Können wir ein bisschen handeln mit dir? Das hätte er doch. Nee, ja. Wie gesagt, Thema Piraten sind wir jetzt durch. Ich würde mich jetzt zum Minental begeben. Das hätte ich dir vorher sagen. Und, dort. Hey, du. Mit den Verwandlungsmagiern weitermachen. Warte mal, wie stark habe ich jetzt eigentlich? 90. Ja, jetzt wurde mir wieder mein Schwert hier abgelegt. 70, warte mal. Was hatte ich? Templerklinge. 190. Schaden. Templerklinge. Ich hätte das nicht gemacht. Bei mir steht das da. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich wusste gar nicht, dass ich die Gründerabzeichen habe. Das wäre mir neu. So. Na gut, okay. Dann geht's auf zum alten Lager. Kannst du gerne ins Screen schicken. Es gibt dann viele Gründer. Das erste Stufe Abo ist Bronze. Das zweite ist natürlich Silber und das dritte Gold. Also wer am höchsten natürlich macht, kriegt natürlich das Goldabzeichen. Das ist ja ganz klar. Klassisch gestaffelt, sage ich mal. Was ist das denn jetzt? Eieiei, Scheiße! Hilfe! Lass mich lausen! Hilfe! Oh, weia! Oh, 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 oh! Raus hier! Raus hier, nicht rein hier! Moment, 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 Moment! Aua, 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 aua. Alter. Jo. Ramon, ich grüße dich. Piranha hat das. Was? Bitte. Ja, dann noch. Ich glaube, man kann 20 bis 30 Gründer haben. So. Was war denn jetzt los? Ich würde sagen, wir gehen mal irgendwo pennen jetzt und gehen mal dorthin zurück. Genau das habe ich auch gesagt. Was habe ich? So, wir speichern mal hier auf der 41. Alter, was war das denn? Naja, Orks in der Burg, das habe ich schon mitgekriegt, aber... Ach, Lopede will sich hier auch mal... Für dieses Gründerabzeichen, Scheiß. Keine Ahnung, was er damit meint. Gibt's nicht mehr. So. First. Ich würde aber gleich erstmal ein kurzes Pinkelpäuschen einlegen. Ich weiß noch nicht, ob der Ramon da dazukommen will, weil der lässt mich auch immer. Oder warte. Nicht zu fassen, das alte Lager von Orks überrannt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Bin bei der Gründer, Ramon, aber es können ja wohl einige werden. Gibt es für die ersten 10, die sind auch für die 25, glaube ich, kaum, dass die 10 Leute gesubbt haben. Ja, im Grunde ist das nichts wert. Agifa, du kannst auch alles niedermachen, ehrlich.
Wir gehen mal Richtung altes Lager. Die Orks machen wir natürlich alle platt, die da drin rumrennen. Aber... Jo. 25, what the fuck. Jo. Nee, nee, alles gut. 25 bei Partner. Ich kann 10 Uhr bei 10 Uhr Affiliate. Okay. So. Alter, jetzt war ich aber sowas von erschrocken. Mit den Orks. Das Gründerzeug nur eine bestimmte Zeit erhältlich. Da ist die Burg. Ich würde aber sagen, wir gehen auch mal zum Sumpflager vorher, oder? Oder zur Felsenfestung oder so. Dass bevor wir dort alles platt machen, dass wir da irgendjemanden Ansprechpartner haben. Hab ich bei Piranha auch gemacht. Das ist schon geil, Angeber. Gerade eben war es noch nichts wert und jetzt gibt er einen damit. Ach mal, gib voll. Entscheide dich mal, was du willst. So. Sind hier vielleicht irgendwelche vom alten Lager geflüchtet? Bitte, ich kann dir empfehlen, lieber direkt zu spenden, als Twitch zu bezahlen. Hast du wohl ein Konto? Von Spenden habe ich aber nichts, lol. So. Gehen wir erstmal in die Felsenfestung. Gab's hier noch was? Ich würde mal ein ganz kurzes Päuschen machen, nichts mehr zu holen. Ein ganz kurzes Pinkelpäuschen, ich halte es nicht mehr aus. Ansonsten passiert ein Unglück. So. Bin gleich wieder da. Da ist er wieder. So. Eine Seite ab 18. Lieber. Was? Ach so. Quatsch. Hier. Oh. Bin bei Jack Live drin. Ramon, wenn du. Lieber Fondorando Premium. Für Katja. Was? Hatte auch mal eine Katja. War lecker. So, hey, was ist denn hier los? Nee, ich bleib nicht lange. Warum? Warum denn, Ramon? Was ist los mit dir? Das kannst du mir doch nicht antun. Entweder gehe ich schlafen oder ich streame noch ein bisschen. Ich wollte nach dem Stream eigentlich das mit Dings machen, mit... Na ja, was war mit den Mädels gestern? Ich habe mal ein bisschen Platz gemacht, Ramon. Ich mir nicht mal geben, wenn ich auf eine einsammeln.
Und von was für einer Katja redet ihr? Hier bei uns, wir waren gerade. Wie gesagt, Ramon, wenn du willst, können wir dann mal. Ich brauche eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür. Ich bin nicht zu dumm, zu das faul. Alleine zu machen. Und zu faul. Zu faul eigentlich eher. Was Anleitung? Ach, wegen dem Spiel. Belia. Ramon, bist du noch da? Die Klaue Belia verbessern. Doch, irgendwann trifft die Notgeile ein. Hey, Facebook wollte jetzt mir doch. Ja. Sagt der mir noch irgendwas dazu? Nö. Nee. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Burg. Nee, wir könnten auch mal Sumpflager seppen. Ob mir dort irgendjemand was dazu sagt. Was für Interesse? Nee. Sorry, bin vergeben. Ich vermittle gerne. So. Nee, was da war, ist Quatsch. Wir gehen jetzt mal zum alten Lager und sehen nach, was so Sache ist. Wir können auch erstmal zu den Verwandlungsmagiern gehen, oder? Ich wollte ja eigentlich wegen den Verwandlungsmagiern, ja. Gigabyte, H265. Ramon, wie sieht's aus dann wegen Warzone? Willst du oder willst du nicht? Das ist jetzt die goldene Frage, die ich dir stelle. Ist schon hochgeladen, nur privat. Hast du es? Noch nicht. Ich habe da erstmal den Platz gemacht. Ich war vorhin mit was anderem beschäftigt. Wenn du dich mal Twitch umsiehst, dann wirst du meine neuen Panels bemerken. Hab die Clips. Und währenddessen habe ich hier Platz gemacht, damit das drauf kann, Ramon. Und deswegen frage ich dich ganz offiziell, würdest du da dabei daran mitwirken wollen, das Ding zum Laufen zu kriegen bei mir? Kann ich machen. Ich habe gewartet, so eine Spiele noch, nee. Mal ausprobieren. Nur weil er geil auf die Seite. Was denn? Würdest du dich als Boomer bezeichnen? Was? Eispfeil, ich grüße dich. Was hast du mit deinem Profilbild angestellt? Naja, ein bisschen, naja, modernisiert. So. Kann ich jetzt bei euch hier was Neues machen? Ich bin ja jetzt Kapitel 4. Wir haben ja die Schatzsuche am abgeschlossen. Und das alte Lager ist voller Orks. Ja. Ich weiß alles, Bro. Pff, ist doch mir Wurst. Man kann sich nicht als Boomer, man kann sich nicht als Boomer als anderer Vertreter so bezeichnen, sowas. Keine Ahnung, was das für ein Begriff sein soll. Hey, du! Du wolltest mich sprechen? Ja, gut, dass du kommst.
Ich habe ein wenig Zeit aufbringen können, um dir etwas über uns zu erzählen. Willst du es hören? Ansonsten gebe ich dir einfach eine Aufgabe. Na, erzähl mal. Lass hören. Wie du sicherlich weißt, kommen wir aus Tugetso. Du warst ja schon einige Male dort. An dem Ort ist die Naturverbundenheit sehr groß, musst du wissen, aber du kannst sie nur spüren, wenn du ein vollwertiges Mitglied bist. Damit möchte ich dich nicht demütigen, ich weiß um deine Verdienste für uns. Mehr dazu aber später. Gib mir eine Robe. Auf jeden Fall versuchen wir, mit der Natur zu leben, anstatt sie für unsere Zwecke auszunutzen. Das ist nicht immer ganz einfach, schließlich brauchen auch wir ab und zu ein wenig Fleisch, die meisten von uns sind keine Vegetarier. Aber durch spezielle Meditation sind wir in der Lage, mit den Tieren in Tugetso zu kommunizieren. So können wir herausfinden, welche Tiere die Natur für uns vorgesehen hat, sie leisten auch keinen Widerstand beim Jagen. Was hat das mit mir zu tun? Du bist jetzt bereit, diese Techniken zu lernen. Können wir anfangen? Lass hören. Den ersten Test zum Erlernen unserer uralten Techniken wird Gen dir erklären. Du kannst nun wieder sicher nach Tugetso reisen, Albert hat den Teleporter repariert. Lass dir von ihm einen neuen Stein geben. Das werde ich. Wir sehen uns. Deine Wege sollen behütet sein. Ey, warte, was soll ich jetzt machen? Den ersten Teil zum Erlernen der alten Techniken soll Gen mir erklären. So, wer ist jetzt wieder Gen? Bist du Gen? Nee, du bist eine Anno. Eins, vier, zwei. Ach, das war jetzt 1000 oder was? Aktivieren wir mal Better Twitch TV Emotes. Dann habe ich mehr Spaß und Chatte hier. Was? Sag, aktivieren mal Better Twitch TV. Keine Ahnung, was das ist. Dann könnte ich noch mehr mit meinem Bildchen nerven. Ich bin dumm. So, Gen, wo ist Gen? Wer ist Gen? Ferkel? Hey. Chrome Add-on. Firefox hat es, glaube ich, auch. Wenn ich jetzt schon wieder wüsste, wer Gen ist. Weg mit der Waffe. Ach, halt doch die Schnauze. Na bitte, geht doch. Ja, wer ist dieser Gen? Hey. Nee. Warte. Die Emotes von Pepe, The Frog. Kann man selbst welche einfügen. Lass uns handeln. Ui, ja, komm, gib her, ja. Hast nicht genügend Gold? Was habe ich jetzt alles gekauft? Trank des Zufalls. Warte. Templerklinge brauchen wir nicht. Dämonenjägerschwert. Brauchen wir Meisterdegen, brauchen wir auch nicht. Trank des, was haben wir hier? 200 reines Mana. 1000 oder 1800 Trank des Zufalls. Was haben wir hier? Kristall-Ork-Axt. Schwert der Miliz. Banditenschwert. Ork-Axt. Leichter Zweihänder. Wir starten jetzt den Magier hier mit Waffen aus. Morgenstern. Edles Schwert. Langschwert. Vergoldetes Schwert. Könnten wir sogar tragen inzwischen. Rapier. 900 nehmen wir. Orkisches Kriegsschwert. Zweihänder. Jo. Runenmacht. Weiß ich nicht, ob wir das noch irgendwo mal brauchen. So. Das ist dann, glaube ich, jeder aktiviert und müssen wir dann aber nicht holen. So. Wie gesagt, wer ist jetzt dieser Gen?
So, hast du noch ein paar Mana-Tränke für mich? Lass uns. Ich habe keine mehr. Das hier. Verwandlung Bluthund. 500. Dann nehmen wir mal zwei mit. Verwandlung Steingolem, Harpie, Keiler, Schnapper, Schattläufer Hase, Fleischwanze, Warg. Achso. Ja, weißt du, ich habe jetzt fast gelesen, Verwandlung Sumpfhai. Das wäre es ja gewesen. So, wer ist jetzt Gen? Ich weiß nicht, ob hier oben noch einer stand. Ach so, nee, Gen, stimmt, das war doch da in Tugetso. Da müsste man nach Tugetso wieder reisen. Okay, stimmt, das war ja. Okay. Jetzt hab ich's wieder. Jetzt ist es angekommen. Hi! Hui. So, wie gesagt, um die Burg kümmern wir uns dann. Das würde ich so mit auf morgen so ein bisschen verschieben wollen, aber. Ja, mit den Verwandlungsmagiern das fertig zu kriegen oder weiterzukommen. Die ganzen Nebengilden, die wir haben. Hier. Hi, ich brauche einen neuen. Ich habe gehört, dass du endlich unsere Techniken erlernst, um ein geachtetes Mitglied zu werden. Ja. Sehr lobenswert. Hier ist der Stein. Ja, ich ja, damit. Ich mache mich dann auf den Weg. Ja. Viel Erfolg. Ja, auch so Quaken, Mann. Lass mich in Ruhe. Geh doch heben. So ein Idiot. So, wir machen mal hier oben weiter. Bim, bum, bim, bum, bim. So. Und abspeichern. Hey. Feize schickt mich. Ja, ich weiß. Du wählst die drei Testmeister, die dich in unsere Praktiken einweisen. Habe ich recht? So ist es. Dann werde ich dir jetzt die erste Aufgabe auferlegen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Vielleicht ist dir schon der Tempel vor unserem Lager aufgefallen. Nö. Falls nicht, habe ich eine Karte für dich vorbereitet, auf der der Standpunkt eingezeichnet ist. Außerdem erhältst du von mir drei Spruchrollen, die du dort weise einsetzen musst. Unten im Tempel, ganz am Ende, ist eine Truhe. Bring mir den Gegenstand, der darin ist. Ein Teleporter wird dich wieder zu mir führen. Doch sei gewandt, du wirst nur mit den Spruchrollen dein Ziel erreichen können, denn der Weg wird von drei Hindernissen versperrt. Überlege dir gut, welche Rolle du für welches Hindernis benutzt. Noch Fragen? Nein. Alles klar, hier hast du noch den Schlüssel und einen Teleportzauber. Gut, ich mache mich dann auf den Weg. Viel Erfolg. Jo, was für Spruchrollen habe ich jetzt bekommen von dem? Keine Ahnung. Fleischwanze ist bestimmt eine davon. Na ja, mal sehen. Was? Na dann. Mann. Was ist denn das? Das Ding? Das Ding etwa? Jo.
Ja, stimmt. An einer anderen Stelle war ja sowas wie mit dem Schlüssel oder sowas. Da war ja was. Brauchten wir irgendwo einen Schlüssel, den werden wir jetzt gekriegt haben. Doch, andere Seite. Na super. Den Schalter hatten wir ja schon gedrückt, deswegen sind ja die Türen hier schon auf. Ja. Ja. Hier kommen wir nur als Tier durch, oder? Das ist das, was er meinte. Ja, wie gesagt, ich weiß aber nicht, was der mir noch gegeben hat. Die Fleischschwanze, glaube ich. Blutfliege. So, wir nehmen die Blutfliege jetzt erstmal. Wenn wir jetzt noch was sehen würden. Ach nee. Von hier kommen wir ja gerade. Alter, das sind ja Stacheln. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo haben wir jetzt die Blutfliege? Hier, nee. Das ist ja alles durcheinander hier. Das war doch gerade anders. Verwandlung Schaf. Fleischschwanze. Blutfliege, hier. Speichern nochmal. Dass wir die nicht wieder suchen. Bei Fehlversuch. Jo. Wir speichern das mal auf die 43. Okay. Warte mal. Ich bin zurück. Und hast du den Gegenstand? Hier ist die Büste. Wunderbar, du hast die erste Aufgabe gemeistert. Okay. Gib mir die Büste. Hier hast du sie. Gut. Die nächste Aufgabe wird dir Asko stellen. Am besten, du gehst gleich zu ihm. Jetzt muss ich wieder. Er ist inzwischen wieder im Dorf. Jetzt muss ich wieder hier durchtrampeln, ewig. Krieg ich dann endlich so eine Robe? Werde ich dann extra endlich so hier so ein Magier hier wie ihr? Und krieg dann Runen, das wäre natürlich nice. Wenn wir das zeitlich noch schaffen hier. Dann würde ich mir auf jeden Fall dann später noch einen Spaß erlauben im alten Lager mit den Orks. Da probiere ich mal was. Hauptsache, die Orks im alten Lager haben Velaya nicht wehgetan. Aber dann werde ich böse. Wenn die Velaya was getan haben, dann werde ich echt sauer. Dann ist der Spaß vorbei, Leute. Dann hält mich ja nichts mehr. So. Hey. Nee, hau ab. Das. Servus. Nico 5511 neu. Ich grüße dich. Herzlich willkommen. So. Mit wem wollten Sie? Mit dem Asko. Der ist Asko.
Ist das einer von euch? Nee. Erzählt sich ja so einiges. Jetzt wisst ihr, wo der ist. Das kann ja nicht ewig weitergehen. Du willst mir also die Welt erklären. Na, dann mach mal. Na. Ich hätte das nicht gemacht. Gen schickt mich. Es geht um die Prüfung der Verwandlungsmagier. Das ist doch nichts Neues. Ich bin schon darüber informiert worden. Das gibt doch die Aufgabe wird nicht einfach. Pah! Da lache ich doch. Das kann ja nicht ewig weitergehen. Okay, hier ist deine Aufgabe. Vor kurzem ist ein Wolfsvogel zu uns. Das hätte ich dir vorher sagen können. Es hat sich beim Steinkreis niedergelassen und jagt dort seine Beute. Genau das ist auch gar gesagt. Gut, denn wir leben hier im Einklang. Genau das habe ich auch Natur sagt, sie bittet uns, das Rudel zu vertreiben. Man sich ja so einig. Und genau das wird deine Aufgabe sein. Vertreiben oder töten? Wie soll ich das anstellen? Ich gebe dir eine, benutze sie aber nur abseits von Menschen, da sie dich sonst glaubst du für wirklich? Ein wildes Tief halten könnten. Begib das liegt dich doch dann auf der zu Hand. Dem Rudel und versuche, den Leitwolf alles zu überzeugen, ein anderes Jagd allein aufzusuchen. Der war doch stur, versuche auf jeden Fall zu vermeiden, dass das ist doch zu Schaden kommen. Ansonsten kann ich die Aufgabe eigentlich nicht als erfüllt ansehen. Das liegt eigentlich doch auf der Hand. Töten ist nicht unsere Art. So. Es ist nur die äußerste Notlösung. Behalte das mit mir. Kann man sowas nicht machen. Okay. Gut, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Hier ist die Spruchrolle. Das ist auch nur noch mehr Ärger. Ja, was ist das jetzt für eine Spruchrolle? Der Dialog war auf einmal wieder weg. Das ist manchmal drückt das Spiel. Manchmal skippt das Spiel selber die manche Dialoge hier. Das ist ehrlich gesagt zum Kotzen. Ein Rennpage, ja, das wäre schön. Ein Ring der Geschwindigkeit wäre auch schön. Hatte ich ja bei Dunkle Geheimnisse, das fehlt mir ehrlich. So. Was ist das jetzt für eine Spruchrolle, was der mir gegeben hat? Schnapper, warte. Was hat er jetzt hier sich reingemalt? Mit Hilfe der Verwandlung zum Warg. Ich habe doch noch das Wargfell von den Hexen. Da brauche ich keine Spruchrolle. Soll ich ein Rudel in der Nähe des Steinkreises davon überzeugen, das Tal zu verlassen, damit die Natur hier nicht zu Schaden kommt? Das Töten des Rudels soll ich nach Möglichkeit vermeiden. Schade. Gibt's doch. Na, hier ist Hauspark. Ja, ja, ich weiß. Oder was meinst du? Rennpad oder Ring der Geschwindigkeit? Ja, ich hab einen Bauplan für einen Ring der Gewandtheit. Ich weiß nicht, ob das so einer ist. Ob das ein Ring der Geschwindigkeit sein soll. Ich weiß bloß nicht, wo ich den bauen soll. Wenn ich dir alle Zutaten hätte. Ich glaube, oder muss ich das Ding schmieden? Gehört das zum Schmieden? So, der Steinkreis, der ist hier oben irgendwo. So. Da würden wir mal nicht die Spruchrolle verwenden, sondern unser Hexenwaffel. Guck mal hier. Wark. Ruff. So. Können wir mal ein bisschen an Ransicht kriegen? Krieg ich dich doch? Was willst du hier? Krieg ich dich? Was? Jetzt bist du etwas, wenn du schon so fragst. Ja. Warum sollte ich das Tal verlassen? Warte mal. Ich glaube, wir probieren das doch mal lieber mit der Spruchrolle. Vielleicht hat die irgendwie, wirkt die irgendwie anders. Keine Ahnung. Wir nehmen mal die Spruchrolle von dem. Wo haben wir die? Spruchrolle. Warg. Wir nehmen mal das Ding.
Vielleicht habe ich auch bloß das Falsche gesagt. Wir probieren mal. Was willst du hier? Jetzt wo du bist, wenn du schon so fragst. Ja. Warum sollte ich das Tal verlassen? Jetzt bist du dran. Wir speichern mal. Laden noch mal neu. Und probieren mal die andere Antwortmöglichkeit ab. Jack, schief, ich grüße dich, mein Freund. So. Wir nehmen aber nach wie vor die Spruchrolle. Obwohl das auch keinen Unterschied macht, oder? Wo haben wir die? Ja. Ach, falsche Richtung. Schief! Der Terminator. Was willst du hier? Du bist ja nicht. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Nee, warte. Wir laden, wir haben das ja gerade gemacht. Wir laden das mal neu und gehen einfach mal hin, mal sehen, was er sagt. Ja, die fallen noch 20.000 Mal um dort hinten. Und schief, wie geht's? Ich kann im Discord kommen und dir das lang ersehnte Sommer-Stream. Damit du ein Bild der Bild machen kannst. Ja. Wir. Aber ob ich das in nächster Zeit spielen werde, wie gesagt. Ich war so von Star Trek Online schon so enttäuscht, also. Da verbinden mich traurige, ne? Das heißt traurige. Nicht traurige, ey, da finden. Naja. Was war das für ein Star Wars Spiel? Als ob ich nicht schon. Asko. So. Da bin ich. Das wurde töten. Der Lightwolf hat mir keine andere Wahl gelassen. Da das du dich schon auf einer vorigen Aufgabe angestellt. Du darfst aber weiter wie die Lichtscheiter. Ich war ganz allein. Hast du das verstanden? Das hätte ich dir vorher klar sagen deutlich können. Was ist jetzt zu tun? Triff dich damit wird sich er stellt dir ändern. Die letzte Aufgabe. Der wie sieht es mit deiner Belohnung aus? Leitung, die bekommst du erst, wenn du alle drei Aufgaben erledigt hast. Genau ja, das habe ich auch gesagt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Wand. Jo. Knights of the Republic. Auf Deutsch Ritter der Alten Republik. Naja. So, wer ist jetzt Per? Als ob ich nicht schon genug. Du bist Per. Na warte. So, die Wölfe haben wirklich keine andere Wahl gelassen. Wahrscheinlich soll das so sein. Dieses RPG erschien 2003 und spielt 4000 Jahre vor den Geschehnissen der Filme. Oh, weia. Wie sieht es mit der letzten Aufgabe aus? Da bist du ja. Ich habe schon erfahren, dass ich dich in die Kunst unserer Meditation einweisen soll. Bist du bereit? Ja, mach einfach. Ich habe keine Zeit. Was? Ja, erkläre mir, wie ich richtig meditiere. Vielleicht kennst du das kleine Tal nahe der Höhle, in der sich die Goblins eingenistet hatten? Begib dich dorthin und sprich eine Formel. Den Text dafür gebe ich dir am Ende unseres Gesprächs.
Kannst du mir folgen? Ja, erzähl weiter. Wenn du die Formel gesprochen hast, wirst du in einen Trancezustand verfallen und eine Vision wird dich überkommen. Erzähle niemandem von der Vision. Sie führt dich zu der nächsten Station dieser Aufgabe. Die Station ist für jeden individuell, daher kann ich dir nicht helfen. Höre genau auf die Vision. Klar soweit? Tja, wenn ich den roten Hasen nicht wiedersehen muss, können wir alles machen. Ja, erzähl weiter. Wenn du deine Vision richtig gedeutet und dein Ziel gefunden hast, wirst du ein rotes Blütenblatt erhalten. So ist es seit jeher von der Natur vorgesehen gewesen und du wirst wohl keine Ausnahme darstellen. Bring mir das Blütenblatt, damit ich weiß, dass du deine Aufgabe gemeistert hast. Kann es losgehen? Ja, komm, ich hab keine Zeit hier. Ja, gib mir den Text. Hier hast du ihn. Nun mach dich auf den Weg. So, wo die Goblins drin waren, sagt er. Frestoist. Ich grüße dich. Hast du deinen Antrag auch dem Ramon geschickt? Jetzt wird Ramon gleich fragen, worum es geht. Nee, warum sollte ich? Ist ja dein Server. Weil ich dir das so gesagt hatte. So. Aber bitte, Freistoß, das nächste Mal bitte etwas mehr Punkt und Komma. So, wo war das jetzt? Hier unten, oder? Alter, sich mal hier anständig fortzubewegen, das ist eine Qual für den Kerl. So, hier sollen wir jetzt also das sprechen. So, Zettel, Formel. Wilfried, Tagebuchseite. Rezept Dämonen, Eid auf der Verderbnis. Formel für Meditation im Tal. Was? Nicht hier? Wie soll im Tal eine Spruchrolle wirken? Die schließen. Hab's ihm geschickt. Dankeschön. So. Ja, und wo nun genau? Doch, jetzt war hier oben beim Steinkreis. Er hat gesagt, im Tal, wo die Goblins waren. Kann auch in dem einen Tal da oben sein, wo ich mal war gewesen bin. Alter, warte mal. Ich habe keine Lust, hier wieder ewig zu suchen. Komma, Punkte und so bin ich nicht so gut. Ja, das liest sich aber nicht besonders gut, wenn man ohne Punkte und Komma Verwandlungsmagier. So, Firefox, mach mal auf hier. Kapitel 2. Matt und Ferkel. Der Kopflose, nee, Kapitel 3, wir sind Kapitel 4. Die Prüfung von Feize. Ist gut, die letzte Prüfung, Fragen. Er meint, wir sollen zur Goblin-Höhle unseren Test lesen, den er uns gab. Daraufhin sollten wir eine Vision bekommen. Also gehen wir etwas den Weg zurück. Und unten sehen wir eine Frau mit zwei Leuten stehen. Goblins. Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß. Bin gerade nicht sicher. Oh, Piraten haben wir fertig. Jo.
Nee, hier nicht. Hat sich der Felsen hier gerade bewegt? Das will ich auf jeden Fall noch fertig kriegen hier mit der Prüfung heute. Weil wir haben ja jetzt in zwei guten 20 Minuten sind wir eigentlich fertig für heute. Alala! Was hat er sich jetzt reingeschrieben? Die Prüfung. Im Tal befindet sich eine Frau, die von einer magischen Barriere umgeben ist. Diese scheint für Menschen undurchdringlich sein, aber Tieren. Ich sollte Per davon berichten. Ha! Jetzt trampel ich wieder dahinter. Ein Leben für einen Geschwindigkeitsring. Ja, drückt mich ja bis an den Felsen ran. Es gibt da ein Problem. Was für ein Problem? In dem Tal hat sich eine Frau breit gemacht, die sich mit einer magischen Barriere umgibt. Das ist allerdings ein Problem. Das Tal hat einen magischen Ursprung, der so stark ist, dass die Vision dich nur dort ereilt. Wahrscheinlich ist diese Frau deshalb dort erschienen. Was können wir tun? Ist dir irgendetwas aufgefallen, das uns weiterhelfen könnte? Nö. Scheinbar kann die Barriere Tieren nichts anhaben. Das ist doch schon mal etwas. Damit sollte es dir nicht schwer fallen, sie zu erreichen und herauszufinden, wer sie ist. Was soll ich machen? Nein, dann mache ich dich mit. Hier hast du eine Verwandlungsspruchrolle. Sie wird dich in eine Fleischwanze verwandeln, die fällt nicht auf. Dank dir können wir ja wieder einige dieser Rollen herstellen. Jo. Okay, ich werde herausfinden, wer diese Frau ist. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja. Jo. Ja, da hätte man auch alleine drauf kommen können. Bin ich auch, mehr oder weniger. Aber wir machen das hier streng nach Buch. Jo. Nee, komm. In einer halben Ingame-Stunde wird es wieder anfangen zu regnen. Hui. Das war hier unten, oder? Hä? Jo. Ja, speichern wir mal. Dann werden wir wohl zur Fleischwanze mutieren. So, wir hatten zwei, wir haben jetzt zwei. Nee! Ich hab gewusst, dass ich das nochmal neu laden darf. Wir kommen doch hier nicht runter als Fleischwanze. Doch. Petunia! Oh. Petunia. Du siehst fast aus wie meine verflossene Bruni. Was? Wie kommst du hier rein? Zu Fuß. Wie kommst du denn hier rein? Ich stelle hier die Fragen. Ich glaube nicht, dass du dir erlauben kannst, frech zu werden, Bübe Chen. Bübe Chen. Wer bist du?
Mein Name tut nichts zur Sache, aber ich denke, meine Taten zeichnen mich aus. Was magst du hier? Euren Untergang besiedeln. Und dann werde ich einen Tee trinken. Ich liebe Tee. Nun geh mir aus dem Weg. Ich habe zu tun. Das geht nicht, oder hast du die Barriere vergessen? Fast. Aber das macht nichts. Dann wirst du halt aus dem Weg gegangen. Warte, wir können über alles reden. Ich will aber nicht reden. Außerdem bringt das jetzt auch nichts mehr. Dazu ist es zu spät. Was ist zu spät? Moment, Ramon. Es ist alles vorbereitet. Die ganze Falle. Der Trunk. Die anschließende Vision und das deponierte Blütenblatt. Einfach alles. Danke für die Information, ich muss dann auch schon wieder gehen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt einfach gehen lasse. Du kennst schließlich meinen Plan. Das hatte ich eigentlich gedacht. Sehr witzig, Bübelchen. Bübelchen. Männer, blas ihm das Licht aus. Das war's für dich, Pep. Das war meiner, du Blödmann! Nichts zu holen. Wo ist Petunia? Nichts zu holen. Schade um Petunia. Der Mistkerl hat noch mit. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Warte mal. Und nun? Aber jetzt soll ich das mit der Vision machen. Ja. Kannst du mal machen, Ramon. Aber wie gesagt, Fressstoß. Wenn das wieder losgeht, die hier mit dem. Dann. So. Ich speichere mal. Jetzt probieren wir hier mal die Formel aus. Tagebuchseite, wo war das jetzt? Zettel. Was noch nicht? Kommen wir durch? Hä? Und nun? Da ist nichts zu holen. Frau danach. Hä? Das sollte ich lieber mal lesen. Notiz. Tofu. Notiz. Adernuss. Gabel der Gewohnheit. Petunias Handlanger. Das ist schön, dass das immer so schön drunter steht, woher wir die Zettel haben. Wenn ihr einen Anwärter seht, schlagt ihn nieder und flößt ihm den beigelegten Trank ein. Er wird träumen, dass er das ach so tolle Blütenblatt dort finden wird, wo die Goblin-Matronen waren. Dorthin müsst ihr das vorbereitete Blütenblatt bringen. Anschließend wird der Anwärter das Blatt zu seinem Auftrag bringen. Wir wissen endlich, wer unser Hauptziel ist. Schalte den Anwärter und den Auftraggeber aus. Kehrt zu mir zurück. Ich kenne den Plan. Ich sollte mit ihr darüber sprechen, um mehr über sie zu erfahren. Ach, verdammte Scheiße.
Warte mal. Deine Handlanger wären erledigt. Du bist gar nicht mal so schwächlich, wie du aussiehst. Ich denke, es ist Zeit, dass du mir erklärst, was hier gespielt wird. Du kennst den Plan. Was willst du noch wissen? Jetzt erzähl mir doch mal, wer du bist. Mein Name ist Petunia. Petunia. Vielleicht ein bisschen mehr? Wie du willst. Die ganze Geschichte. Die Verwandlungsmagie haben mein Leben zerstört. Ich war eine von ihnen, aber ich wurde nie als vollwertiges Mitglied behandelt. Wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin. Ha. Irgendwann habe ich dann halt angefangen, gegen sie zu arbeiten. So einfach ist das. Was haben sie dir denn getan? Bei den kleinsten Vergehen haben sie schon die höchsten Strafen gegen mich verhängt. Sowas von unfair. Hm. Kleine Strafen? Ja. Da habe ich aus Versehen mal eine Herde Schafe gebraten oder Wölfen das Fell abgezogen, wenn mir kalt war. Das muss doch wohl drin sein. Ich glaube, du kannst deine Vergehen überhaupt nicht einschätzen. So eine unberechenbare Frau kann man doch nicht in der Gemeinschaft lassen. Was hast du jetzt vor? Was soll ich denn bitte tun? Du hast alles kaputt gemacht. Du kennst den Plan. Geh und tu, was immer du jetzt für nötig hältst. Ich werde mit Per über das weitere Vorgehen reden. Tu das. Jo. So. Jetzt speichern wir mal weiterhin hier. So. Dann machen wir erstmal den hier. So. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich muss jetzt nicht wieder durch die Höhle rennen, oder? Ich muss durch die Höhle rennen. Ich weiß immer nicht, wenn man so von der Truppe angegriffen wird, wen man am Leben lassen kann und wen nicht. Das ist immer doof. Warte mal, was hat er sich jetzt... Ich habe mit dem angesprochen, dass ich mit Per darüber rede. Was passiert denn so? Sie wird wohl... Ja. Ja, hätte ich ja erstmal die Prüfung, das mit der Meditation machen sollen, oder... Wir gehen erstmal, wir reden erstmal. Wir haben ja gespeichert. Wir haben ja gespeichert. Weil da hätten wir Piraten und Verwandlungsmacher im Magier dann komplett abgeschlossen. Und brauchen dafür dann auch nichts mehr tun. Denn wir befinden uns tatsächlich... Ich glaube, wir befinden uns hier schon im späteren, also im Late Game, würde ich mal sagen. Du das nicht zu fragen? Ich denke, wir können das Problem hier und jetzt zusammen lösen. Was ist passiert? Die Frau dort im Tal heißt Petunia und behauptet, mal eine Verwandlungsmagierin gewesen zu sein, aber sie wurde verstoßen. Ich erinnere mich an sie. Was soll denn jetzt mit ihr geschehen? Dass wir uns etwas ausdenken. Sie soll bestraft werden. Ach komm. Ich habe ihr versprochen, dass wir uns etwas ausdenken. Was schlägst du vor? Es gibt einige Möglichkeiten. Wir könnten sie einsperren, einfach laufen lassen oder wieder aufnehmen. Du solltest entscheiden, was mit ihr passiert. Also, ich mag es ja auch nicht grundsätzlich, wenn man sowas hört jetzt, dass sie ausgegrenzt ist, nur weil sie eine Frau ist. So,
Und diese Magier, ehrlich gesagt, manchmal haben die Magier wirklich eins auf die auf den Denk, einen Denkzettel verdient. So, sollten sie einsperren? Ich glaube, wir können sie laufen lassen. Wir sollten sie wieder aufnehmen. Bist du dir da sicher? Ja, Alter. Nein, ich glaube, in Freiheit wäre besser aufgehoben. Wir sollten sie einsperren. Ich bin von ihrer inneren Aufrichtigkeit überzeugt. Man müsste sie vielleicht ein wenig beaufsichtigen, aber sie kann den Sprung schaffen. Was werde ich? Eine weise Entscheidung. Ich werde alles in die Wege leiten. Was soll ich jetzt tun? Hast du die Formel von mir noch? Ja. Dann erledige deine Aufgabe und komm anschließend zu mir zurück. Jo, das speichern wir mal. Ramon, was schreibst du dazu wieder? So, da werden wir jetzt mal hier den Scheiß noch machen hier und dann mal sehen. So, hier war das vorhin. Das hat er vorhin die sich hier reingeschrieben, noch nicht. Nö, war wir denn das Ding jetzt? Ich hätte vielleicht vorher schlafen gehen sollen. Tagebucheintrag. Ich hatte eine Vision. Das Blütenband, das ich suche, muss am Teich zu finden sein. Jetzt muss ich wieder hier diese blöde Höhle gehen. Alter, bin ich bescheuert, jetzt springe ich hier runter. Ui. Was, er ist eine Frau? Ich bin keine Frau. Alter, muss das wieder Nacht sein hier? Bär. Was? Mit? Wie mit? So, wo ist jetzt der, hier bei den Hasen war das irgendwo. Am Teich zu finden sein. Jack, gleich später noch.
Vanena. Das ist das doch aber nicht, oder? Das war doch hier bei den Hasen. Halt! Rotes Blütenblatt. Jawohl! Hätten wir. Dann bist du der, der nervt. Und nun nicht nur ich. Was? Magiepfeil, was willst du von mir? Ich habe Gesinnung für Belia. Wahrscheinlich, weil ich so viele Leute beraubt habe. So. Warte mal. Stehen bleiben. Guck mal her. Ich habe das Blütenblatt. Das ist großartig. Ich wusste, du würdest es schaffen. Zeig mal her. Jo. Hier hast du es. Ach, ich liebe diese Blütenblätter. Ich erinnere mich noch, wie ich meins gefunden habe. Komm zur Sache. Entschuldigung, natürlich. Hast du eine Erkenntnis aus dem Finden des Blütenblattes erhalten? Die Natur ist etwas Harmonisches und sollte nicht durch Fremdeinflüsse beeinflusst werden. Bravo, du hast die Aufgabe gemeistert. Geh nun zu Gen, er wird dich wieder ins Minental teleportieren. Jo. Das werde ich. Auf Wiedersehen. Aua. Vielleicht sehen wir uns noch einmal wieder. Bring mir was bei. Was willst du? Geschicklichkeit. Nee, komm. Wie viele Landpunkte haben wir eigentlich? 28, wo haben wir die denn her? Oh. Können wir jetzt irgendwo nächtigen gehen erstmal hier? Die haben doch bestimmt ein Bettchen hier irgendwo. Blockierst meinen Schlaf, das ist los. So. Wir klettern mal hier ein bisschen weiter runter hier mit der Helligkeit. So, zack. So. Gut, da sind wir eigentlich ganz gut dabei heute hier. Da haben wir das mit den Piraten komplett abgeschlossen. Und mit den Verwandlungsmagiern, denke ich mal. So. Ich weiß nicht, ich guck da nochmal rein. Das mache ich dann aber offscreen. Bei den Räubern, wir sind ja noch bei den Banditen, ob wir da noch irgendwas machen können. Dann wären wir dann, was haben wir noch für eine Nebengilde? Piraten, Banditen, Verwandlungsmagier. Was waren wir noch? Keine Ahnung. Oh. Und abspeichern. Jo. So, Kollege. Ich bin zurück. Das freut mich. Ich will dich auch gar nicht lange aufhalten, denn Fetze möchte dich sehen. Fetze. Ich werde dann ja erfahren, wie es ausgegangen ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Fetze. Der Teleporter ist aktiv. Du kannst dich gleich auf den Weg machen. Ich dachte, du selbst mich jetzt sofort da drüber. Mach's gut. Ja, ist ja gut. Warte mal, handeln. Was hast du eins für eins zu stecken? Mana-Tränke, ups. 40. Guck mal. Oh. Den kannst du mir auch noch mitgeben. Okay. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Menge Mana-Tränke auch wieder mit dabei hier. 2. Jo. Das lohnt sich.
So, da geben wir das ganze Ding ja noch ab. Insofern wir hier ganz gemütlich hier ankommen. Und dann machen wir dann auch gleich Feierabend für heute. Sagst du mir noch irgendwas? Nö. Hui. Hui. So. Wir speichern schon mal hier auf der 42. Und dann gehen wir mal hinter. Dann sehen wir uns das Ganze. Die Ups. So. Hey. Da bin ich wieder. Ich weiß bereits Bescheid. Lass mich kurz zusammenfassen. Asko hat mir leider nichts Gutes berichten können, dafür habe ich von Gen und Ben nur das Beste gehört. Nach allem, was passiert ist, werde ich dich trotzdem angemessen belohnen und dir die Techniken beibringen. Ja. Das ist großzügig. Was hast du für mich? Du kannst wählen, ob du eine Rüstung oder eine Robe haben möchtest. Jede dieser Rüstungen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wir laden dann mal neu. Wir sehen uns auch mal die Robe an. Ich nehme die Rüstung. Die sollst du haben. Warte, was? Mit Tieren sprechen. Was ist das jetzt für eine Rüstung? Rüstung der Beschützer. Sag mal, kriege ich denn irgendwo auch mal eine Rüstung, die besser ist als meine Piratenrüstung? Ich komme mir ja gerade manchmal vor dem Spiel ein bisschen verarscht vor. Aber nur ein bisschen. Ich meine, als Magier sollten wir schon die Robe nehmen. So. Ja. Hey, Falze. Du. Ich nehme die Robe, die sollst du haben. So. Guck mal, das hier. Sprache der Bauer. Ja. Robe. Echsenrüstung. Wassermagierrobe, Piratenkleidung. Ja, wo ist denn die Robe jetzt? Bürgerinnenkleidung. Rüstung. Verwandlungsmagierrobe. Die ist ja noch schwächer. Na komm. Wir behalten die hohe Robe einfach mal zur Deko an. Hey, du. So. Ja, komm. Hey. Ja, das hätten wir bei dem auch gleich sagen können, aber. Warte mal. Das Problem, ich habe mir von den Verwandlungsmagiern ja eigentlich erhofft, hey. Runen für Verwandlung zu kriegen. Aber wir kriegen ja gar nichts. Lass uns handeln. Wir haben hier nichts von den Verwandlungsmagern. Gar nichts, nichts, nicht. Kein Vorteil, außer halt die Erfahrung, die wir für die ganzen Quests bekommen haben. Aber so an sich sehe ich jetzt keinen Vorteil hier darin, Verwandlungsmagier zu sein oder eben nicht. Das ist belastend, ist das. Das ist traurig. Oh. Das würde ich jetzt. Ja, die Prüfung. Der Rat der Magier. Ja. So. Da würde ich jetzt mal hier nach. So nach traurig dem, aus dem Fenster sehend. So. Wir können jetzt die Sprache der Erbauer. Was, wir können jetzt mit Tieren sprechen. Was auch immer uns das bringt. Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Nee. Ich will gerade mal. So, Verwandlungsmagier. 1000 Gold, Rüstung oder Robe. Die Möglichkeit, mit Tieren sprechen zu können. Verwandlungsmagier beendet. Okay, brauchen wir nicht mehr. Jetzt braucht... Jack braucht ein Weibchen. Lass mich in Ruhe.
Sumpflager. Was haben wir noch? Bruderschaft erweitert. Piraten. Was sind wir noch? Wir sind... Diebesgilde sind wir doch. So. Öffnen mit Firefox. So. Achtung. Zack. Warte. Kennen wir das schon? Kapitel 4. Ein neues Zuhause von... So. Verschiedene Belohnungen. Belia Gesundheitspunkt. So. Kapitel 4. Gut. Dann, nee, da sind wir bei den in der nächsten... Nee, morgen sehen wir uns dann hier an, was die... ja, sag schon. Die Diebesgilde für uns hier vorgesehen hat. Für Kapitel 4. Was war jetzt hier noch? Da machen wir erstmal. Warte, ja, meine. Ja, das mit dem rosa Hasen, das hatten wir ja. So, nee. Da würden wir morgen Diebesgilde machen und Banditen. Damit wir unsere Nebengilden, die wir hier haben. Wir können noch mal kurz reinsehen. Hier. Gescheiterte Mission, ja. Irgendwo hatte ich hier Nebengilden stehen, da unten. Was sind wir jetzt eigentlich alles? Wir haben nur 4 Gilden, Nebengilden. Die Verwandlungsmagier haben mich als einen der ihren aufgenommen. So, Dex Banditen und ich gehöre nun zu den Dieben. Genau. Speichern wir hier. Da kriegt er erstmal den hier. So, beenden. So, endlich ist dieses Rauschen weg. So. Okay. Hätten wir es geschafft für heute. Ja, wie gesagt, der Plan für morgen ist klar hier bei Xeris Rücker, was wir da machen. Ja. Gut. Können wir irgendjemanden raiden? Lohnt sich das jemanden zu raiden? Wen sollen wir denn raiden? Helmut, noch nie gehört. Mit einem und mit 2D. Mit 2D. Spielt Assassin's Creed Valhalla. Ist das das Richtige? Ja, ich habe hier was mit ist eichtig, sagt er. Ist eichtig. Immer schön, ich ziehe mich immer gerne über die falsche Schreibweise her, weil ich es selber nicht besser mache. So, ne, okay, richtig. Na dann, meinetwegen. Quatsch. So, gut, wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal auch in die Let's Plays rein, Gothic 2 mit Returning und natürlich Rise of the Tomb Raider. So, okay, auf Geheiß von das war gerade keine Absicht, Lupede. Wirklich nicht. Das war gerade keine Absicht. Du weißt, was ich meine. Das war keine Absicht, Lupede. Entschuldigung dafür. Das war wirklich keine Absicht. Bitte unterstell mir keine Absicht. Ich würde das nie mit Absicht sagen, ehrlich. Das ist mir wirklich gerade so. Lupede. Ja.
keine Ahnung warum. Nee, tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir irgendwann in vielen, vielen Jahren vergeben. So, okay, dann fang. Ja, kein Ding, dummer Mensch, verstecken an. Bitte fang nicht so an, das geht wieder nach hinten los. Auf jeden Fall, Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, Let's Plays ist klar, morgen, alles klar. Gut, dann machen wir einen Raid. So. Host. Jetzt habe ich einen Host gemacht, zum Beispiel einen Raid. Ich wollte doch raiden.